Wir haben alles gesehen, alles gehört, aber ich möchte Sie noch mal ganz kurz mit unseren Forderungen, nämlich die Forderungen des Bündnisses für sexuelle Selbstbestimmung verklagen. Sie sehen mich hier in einem anderen Outlook. Wer Verhütungsmethoden immer noch nicht kennt, lassen Sie sich beraten, ein Diaphragma bzw. eine Portionkappe. Sie kennen aber auch die Pille danach und auch die anderen Verhütungsmittel. Nun, unsere Forderungen sind eine geschlechter- und kultursensible Sexualaufklärung für alle junge Menschen in Deutschland flächendeckend. Wir fordern auch Informationen und den Zugang zu Verhütung, Verhütungsmittel als Kassenleistung für alle, für Männer und Frauen. Wir fordern nochmals die rezeptfreie Vergabe der Pille danach als letztes Land in Westeuropa, eben auch hier in Deutschland. Wir fordern außerdem den uneingeschränkten Zugang zum legalen Schwangerschaftsabbruch und die Streichung des § 218 aus dem deutschen Strafgesetzbuch. Um Menschen, die hier natürlich auch ein lebenswertes Leben zu ermöglichen, brauchen wir Kinderbetreuungsmöglichkeiten, brauchen wir Equal Pay auch für Frauen und entsprechende Teilzeitstellen, die Beruf und Familie miteinander vereinbaren lassen. Ich danke für Ihre Beteiligung und gebe über an Ihre Scheiße. Dann sind wir doppelt so viele, dann können wir noch mehr Eindruck machen. Denn ihr habt gesehen, unsere Schweigemärscher sind noch ein bisschen im Vorteil. Aber wie gesagt, wir sind steigerungsfähig und das nächste Jahr klappt es noch besser. Und insofern möchte ich für heute die Kundgebung hier beenden. Ich danke allen ganz herzlich für das Kommen. Wir rechnen weiter mit euch und wir hoffen, dass ihr noch einen schönen Samstag habt und gut nach Hause kommt. Die Kundgebung ist hiermit beendet. Sexuelle Selbstbestimmung. Eine Internetseite, da finden Sie uns.